Es gibt eine gute Nachricht, liebe Bürgerinnen und Bürger. Sie mischen sich immer mehr ein in die politischen Entscheidungen. Und das ist toll. Alle reden von Politikverdrossenheit, aber Sie sind auf der Straße und demonstrieren und sagen, was Sie für Ihre Zukunft wollen. Genauso muss es sein. Und deswegen vertreten wir Grüne eine Politik des Gehörtwerdens. Wir sehen Sie nicht als Störenfriede bei politischen Entscheidungen, sondern als Bereicherung. Und deswegen wollen wir auch verschiedene Instrumente ausbauen, damit Ihre Kompetenz sehr viel mehr als bisher in die politischen Entscheidungen Eingang finden kann. Wir wollen zum Ersten die Planungsprozesse so verändern, dass Sie von Anfang an die Informationen bekommen, dass Sie Zugang haben zu dem, was in den staatlichen Behörden vorliegt, dass Sie auf gleicher Augenhöhe Ihre Ideen einbringen können und dass das, was Sie wollen, tatsächlich dann auch in den Parlamenten Gehör findet. Wir wollen zweitens neue Instrumente einführen für Bürgerbeteiligung, Bürgergutachten zum Beispiel, Zukunftswerkstätten, weil da Ihre Kompetenz als Bürgerinnen und Bürger sehr viel stärker auch noch zum Ausdruck kommen kann. Und wir wollen drittens auch die Instrumente der Bürgerbegehren und der Volksbegehren nochmal attraktiver machen, besser machen. Wir haben noch viel zu viele Hürden, die eher abschrecken, als dass sie einladen. Und all diese Punkte wollen wir umsetzen für eine Politik der Beteiligung, eine Politik des Gehörtwerdens, weil mitzumischen macht Spaß. Und ich fordere Sie auf, bleiben Sie dran, mischen Sie sich ein in die politischen Entscheidungen.